Hallo und herzlich willkommen. Wir sind The Magics und wir nehmen euch wieder mit auf unsere Reise in Orlando. Okay, wir fahren Ferryboat. Wir fahren Ferryboat, entscheidest du dich jetzt? Ja, weil ich da sehe, wie viele Leute da sind. Okay. Ich dachte, vielleicht sind es weniger auf dem Boot. Also wird es Ferryboat. Es wird Ferryboat, weil vom Gesundheit, danke, vom Parkplatz, vom Magic Kingdom aus, seid ihr nicht wie mit eurem Resort-Bus direkt vorm Eingang, sondern ihr müsst noch mit der Monorail oder mit dem Ferryboat rüberfahren. Hab ich dir gesagt, ne? Nee, hab ich dir gesagt. Dementsprechend ist in meinen Augen bisher der einzige Park, wo es sich nicht lohnt, mit dem Auto hinzufahren, das Magic Kingdom. Ja, das unterstreiche ich. Das ist vor allem, ihr müsst natürlich vom Parkplatz aus, wie wir es ja bisher bei jedem Parkplatz auch hatten, mit der Tram dann nochmal hier hinfahren. Aber das Ding ist halt, ihr fahrt wirklich nur hier hin zur Transportation Station, um dann in die Monorail oder ins Ferryboat einzusteigen. Ja, das ist natürlich super lästig, ne? Ja, ich meine, es ist immer schön, klar, man muss es vielleicht einmal gesehen haben, auch hier so erlebt haben, einmal mit der Monorail zu fahren. Ich meine, das könnt ihr auch unabhängig davon, ob ihr jetzt hier zum Magic Kingdom fahren wollt, weil da hinten fährt die ja auch lang. Und ihr könnt die auch nutzen, um vom Magic Kingdom nach Epcot zu kommen. Und das Ferryboat, ja, es ist halt wirklich schön. Ne? Also es ist schön, das einmal erlebt zu haben, aber grundsätzlich würde ich sagen, rein von der Zeitersparnis her, würde ich da empfehlen, den Resort-Bus zu nehmen. Ja, das denke ich auch. Also das hat jetzt schon alles in allem ein bisschen länger gedauert. Wobei jetzt haben wir tatsächlich auch Glück und können direkt durchgehen hier ins, aufs Ferryboat drauf. Ja. Müssen nicht warten, bis wieder eins kommt. Das Boot, da würde ich auch nehmen. Ja, das würde ich auch nehmen. Das kann man sich aber, glaube ich, mieten, sowas. Hier so ein kleines. Kostet auch irgendwie 490 Dollar oder sowas. Ne? Für was? Für 450. Tag? Nee. Für ein paar Stunden. Ja, dann sind wir jetzt hier auf dem Ferryboat und fahren mal rüber ins Magic Kingdom. Ja, da sind wir nun in Magic Kingdom oder in Emporium. Emporium ist ja hier viel größer, weil das alles in einem ist. Und dafür, dass wir Magic Kingdom die ersten 4 Tage gar nicht besucht haben, finde ich, haben wir es danach äußerst oft besucht. Und was sagst du? Man muss ja irgendwie wieder ausgleichen. Man muss irgendwie wieder ausgleichen, das ist richtig. Aber das ist auch schon echt ein sehr schöner Park, ne? Ja. Muss man ja schon auch sagen. Und tatsächlich ist es so, wir haben es die ganzen letzten Tage aber auch immer gehört, dass Magic Kingdom echt wieder ziemlich leer ist. Also die meisten Attraktionen haben gerade 5 Minuten. Selbst sowas wie Winnie Pooh, wie Under the Sea. Ich glaube tatsächlich, dass Magic Kingdom sich definitiv lohnt, wenn man hier vormittags und tagsüber da ist. Einfach weil ich glaube, dass viele Leute hier erst nachmittags und abends reinkommen, weil, das, ja, weil der Park einfach so lange aufhat und viele natürlich halt eben dann auch das Feuerwerk um 20 nach 9 sehen wollen. Ja. Und deswegen ja, glaube ich, dass man das auf jeden Fall hier tagsüber und vormittags sehr gut machen kann.
ghoulies from last Halloween. Awaken the spirits with your tambourine. Ja Leute, Gesundheit. Danke. Das war Haunted Mansion. Jetzt sind wir hier bei Tianas Bio-Adventure. Hier ist heute schon wieder die Cast-Member-Tour. Aber es läuft schon wieder kein Wasser den Berg runter. Dementsprechend ist hier alles schon wieder zu. Also ich bin echt gespannt, ob das ganz normal am 28. hier aufmachen wird. Ja Leute, es ist soweit. Ich habe sie gefunden. Tatsächlich durch Zufall, gar nicht mal, weil ich sie gesucht habe. Diese fantastischen Spring Rolls. Es gibt zwei verschiedenste Sorten. Es gibt Pepperoni Pizza und die berühmte Cheeseburger Spring Roll. Und das ist hier, wenn ihr, ich glaube, man kann es nicht sehen, hier ist quasi das Schloss. Und wenn ihr vorm Schloss steht, ganz links den Eingang hier. Oder aber wenn ihr reingeht bei, ist das die Fantasyland, ne? Nein, das ist nicht Fantasyland, dann ist das Adventureland. Adventureland ist das, ne? Kurz vorm Adventureland müsste das sein. Ah ja, genau, steht auch dran, Adventureland. Dann habt ihr, ihr könnt euch zwei aussuchen. Ihr könnt quasi zweimal Cheeseburger nehmen, zweimal Pepperoni Pizza oder wie ich hier halb-halb. Ihr habt dann auch zwei Dips dabei. Das eine ist hier wie so eine Chili-Mayo, würde ich sagen. Und das andere ist eine typische Marinara. Und probieren wir doch einfach mal. Ich glaube, dass das hier... Da ist die Pizza. Das ist sehr lecker. Aber jetzt bin ich gespannt auf diese Cheeseburger Roll. Leute, das Ding bekommt von mir 12 Punkte. Das ist abartig lecker. Beides zusammen übrigens 9,50 €, wenn ich nicht gesagt habe. Müsst ihr auf jeden Fall machen, müsst ihr probieren, müsst ihr kaufen. Ja Leute, wir haben jetzt den Park verlassen und ich finde es ziemlich witzig, weil wenn ihr hinten auf, also wenn ihr an dem Parkplatz steht, dann bitten die euch schon, eure Parkposition in der App zu markieren. Und das funktioniert super easy. Und zwar wählt ihr dann hier, wir stehen jetzt bei Scar, so heißt die Reihe dann, und Reihe 412. Das wählt ihr einmal aus und wenn ihr den Park verlasst, dann fragt er euch, ob ihr die, ob ihr die Parking-Details nochmal sehen wollt, damit ihr ganz genau... Also der merkt jetzt schon, dass wir wieder zurück zu seinem Auto wollen. Damit ihr das dann hier direkt seht, wo euer Auto steht und damit ihr immer wieder daran erinnert werdet, wo ihr hin müsst. Und das nennt sich Car Locator, findet ihr auch in der My Disney Experience App. Finde ich absolut genial. Könnt ihr auf jeden Fall jederzeit nutzen. Oder ihr macht es voll oldschool, das machen Alicia und ich auch die ganze Zeit. Einfach ein Foto von der Reihe machen. Geht natürlich auch. Ja Leute, ich habe Alicia jetzt abgesetzt und jetzt werde ich eine Runde Storm Slides machen. 15 Minuten Wartezeit, ab geht's. Ja, ihr habt hier nochmal einen schönen Pool mit einer Doppelrutsche auf jeden Fall, wie ich hier sehe. Und ich glaube, das, was wir fahren wollen, ist das hier. Und tatsächlich ist es echt wahr. Guck mal, hier ist Wartezeit nur 5 Minuten. Aber wir müssen immer erstmal gucken, ob das was für Alicia ist. Wahrscheinlich ist es das hier, oder? Aber du kannst ja fahren. Und du findest das raus? Oder wartest du hier? Ich warte hier. Okay, dann finde ich jetzt mal raus, wo hier das Ende ist. Hier oben könnt ihr dann entscheiden, ob ihr den Rudderbuster, den Sternburner oder den Jibjammer macht. Ich frage jetzt mal, welcher schneller ist. Okay Leute, wir haben wohl alle die gleiche Geschwindigkeit.
Hammer. Okay, Leute, lass uns direkt den Homunga Kovabunga auch direkt hinterher machen. Das sind 5 Minuten, allerdings immer gerechnet ab dem Punkt. Und da wir jetzt hier noch einiges laufen können, wird es wahrscheinlich deutlich schneller gehen. Aber das Ding fand ich super geil. Und er hat zu mir gesagt, dass alle von der Geschwindigkeit her gleich sind. Aber er hat mir den linken empfohlen. Und ich muss sagen, der war wirklich geil. Dann machen wir jetzt mal diesen hier. Also ich werde mal jetzt noch Adventure Falls machen. Es geht mit 3 bis 4 Personen. Ich bin gespannt, ob ich da mit jemandem mal rein muss oder nicht. Wir werden es sehen. Vielleicht darf ich auch alleine. Aber schauen wir mal. Ja, ihr habt hier die Möglichkeit, euch so einen All-Day Refillable Souvenir-Mug zu kaufen. Kostet hier 12,99 €, ist aber auch wirklich nur für den einen Tag dann verfügbar. Könnt ihr aber wieder, hier komplett wieder auffüllen, so oft ihr wollt. Dann habt ihr hier so einen Dome Whip für 15,99 €. Hier habt ihr einen Waffle Cone und da oben bekommt ihr auch verschiedenste Snacks, sowas wie zum Beispiel Mickey's Pretzel. Hier habt ihr dann auch nochmal Food and Spirits. Da gibt es ein paar mehr Snacks. Jetzt suchen wir aber immer noch die langsame Bahn, ne? Wir werden sie finden. This is like recording for YouTube. You watch YouTube? Yeah, he loves YouTube. He watches these type of things. Yeah, I watch YouTube Kids. Dad, Mom won't let me watch regularly. Ihr könnt hier, das ist dieser Lazy River, der geht wirklich sehr langsam, wie ihr seht. Da könnt ihr überall einsteigen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten und ja, dann einfach hier in eurem Ring oder auch einfach ohne Ring rumschwimmen. Wir warten jetzt hier gerade auf den Ring, wobei theoretisch könnten wir auch einfach so hier lang. Aber du hättest schon gerne einen Ring, ne? Okay, dann warten wir mal auf den Ring. Ist das gut? Ja. Oh, guck mal, ich ratsche hier ein bisschen rum. Hier kann man dann schön so rumliegen. Geht ein bisschen ab die Party hier. Weißt du, was ich mich frage? Woher wissen wir denn jetzt eigentlich, wann eine Runde rum ist? Ja. Also ich könnte das den ganzen Tag machen. Witzig, oder? Ja. Ja, jetzt haben wir genau eine Runde gedreht, jetzt sind wir wieder hier.
Das sieht ja auch ziemlich cool aus da. Der Weg da hoch ist aber nicht cool. Guck dir das mal an, da muss. Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie kommt ja hier auch gerade keiner rausgeschossen. Ich weiß nicht, was da ist. Warum sind auf jeden Fall Leute? Also eigentlich sieht es sehr witzig aus. Soll ich mal gucken, ob ich mir das mal antue? Da kommen sie gerade. Aber das ist ohne Reifen und so. Ohne Reifen, ja, ohne Reifen finde ich auch unlustig. Das ist Humunga Kobabunga. Mal gucken, was es sonst so gibt, ne? Humunga Kobabunga, das ist das da. Nummer 7. Und dann haben wir noch Nummer 8, ist der Storm Slide. Aber das ist auch Body Slide. Ah. Wir gucken mal, was es hier so gibt, ne? Wir laufen erstmal eine Runde. Hier werden Wellen gemacht, ne? Ja, aber irgendwann kommt auch eine richtig große Welle. Ich glaube, die wird gerade produziert, oder? Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall warten da gerade schon viele Leute drauf. Mal gucken, ob wir da noch was mitkriegen. Ja, ich mache jetzt hier die Keel Hall Falls. Mal gucken, wie das ist. Und dann gibt es auch noch die Mayday Falls, aber... Mal schauen, ob ich die beide schaffe jetzt noch. Hier geht es auf jeden Fall runter. Sieht nicht ganz so schnell aus, also werde ich wahrscheinlich die Kamera mal festhalten. Okay, der geht schon ein bisschen schneller ab. Der andere gerade eben war viel langsamer. Ich habe hier auch ein bisschen was für die Kids. Da hinten sind auch schon die kleinen Ringe, die ich da sehe. Hier ist ein kleiner Kids-Spielplatz. South Shore Landing. Hier könnt ihr nämlich wieder einsteigen auch. Und da hinten ist der Kinderspielplatz. Ja, ihr schnappt euch dann hier so ein Luftkissen, was für bis zu 2 Leute ist. Die Leute laufen hier allerdings gerade sehr, sehr langsam. Und ich glaube, dann geht man nach oben und fährt da runter. Aber ich werde euch mitnehmen. Von hier aus könnt ihr auch diesen coolen Family Raft da machen. Also zumindest sehen könnt ihr den von hier aus. Und da können, wenn ich das richtig sehe, mindestens 4 Leute in diese großen Ringe rein und können dann wirklich in diesen Ringen Rafting machen. Ganz da hinten im Hintergrund seht ihr das auch. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Auch hier unten könnt ihr es einmal sehen. 4 Leute in diesem Ring. Und dann geht's ab. Aber wir machen jetzt das hier. Hier sind auch nur noch 3 Leute vor uns. Und ab geht's. Ja Leute, wir fanden den Wasserpark auf jeden Fall ziemlich cool. Waren jetzt knapp 2,5 Stunden circa da. Die ganzen Aufnahmen waren alle mit unserer Action Cam. Ich hoffe, die sind okay von der Aufnahme her. Ich weiß es jetzt noch nicht, wenn wir es gesehen haben natürlich dann schon.
Jetzt sitzen wir allerdings hier mit unseren Bechern und warten auf unsere... Ich habe ihn irgendwo. Da. Warten darauf, dass das Ding hier vibriert und wir unsere große Pepperoni-Pizza abholen können. Haben wir ja schon mal empfohlen. Also das ist wirklich in unseren Augen ein gutes Angebot. 21,99 für wirklich eine riesige Pizza. Und ja, bei dem Wasserpark sagen wir euch, wie gesagt, wir waren 2,5 Stunden jetzt da. Wir haben uns immer gewundert, warum der von 10 bis 17 Uhr nur auf hat. Also zum einen, ich glaube, ihr würdet krass verbrennen, wenn ihr diese 7 Stunden da seid irgendwie. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir ja darum... Nein, Mikrofon ist gar nicht an, aber ich kann gerne wiederholen, was du sagst. Es geht mir eher darum, dass ich auch später vielleicht dahin fahren möchte erst. Ja, genau. Also Alisa sagt auch, dass man ja dann eventuell eher später dahin fahren würde. Dementsprechend sollte der Park eher länger geöffnet haben. Das ist die Intention, glaube ich. Aber... Ich weiß auch nicht, was man da 7 Stunden soll, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung. Ich meine, gerade so Spaßbäder und so weiter, die bucht man ja meistens auch so in 2- und 4-Stunden Takten. Und dann, ja, gibt es auch die ganze Tageskarte. Aber ich sag mal, ich bin da jetzt, glaube ich, wirklich jede Rutsche runtergerutscht und runtergeheizt. Und außer Family Rafting hast du nicht gemacht, ne? Einen Family Rafting habe ich nicht gemacht, aber eins habe ich gemacht. Mit so einer sehr netten Familie aus... Sie hatte mir gesagt, wo sie herkommt. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Schande über mein Haupt, vielleicht ist es im Video zu hören, weil ich habe mich mit ihr und ihrem kleinen Sohn unterhalten. Die waren nämlich zu 6 insgesamt und da durfte man nur zu 4 rein. Ich habe eine riesen Diskussion, deswegen waren die sehr happy, dass ich dann mit ihnen ihr Boot noch konnte. Ja, und was ganz, ganz wichtig ist, Leute, ihr müsst, wenn ihr hier seid, müsst ihr auf jeden Fall, die Guest Relations können das checken. Überall in den Parks könnt ihr mit eurer Magic Band hin und dann könnt ihr das checken. Ihr habt nicht automatisch die Wasserparks auch mit in euren Buchungen mit drin. Also lasst das bitte checken. Wir haben jetzt ja das 14-Tages-Ticket für 7 Tage Preis aktuell. Und da haben wir 7, hat er uns gestern erklärt, 7 Sport- oder Wasserparkaktivitäten mit dabei. Ich glaube, da zählt sowas wie Minigolf und so weiter wahrscheinlich auch mit dazu. Aber eigentlich hast du pro Tag einen. Er hat gesagt, ja gut, wahrscheinlich sind das ja dann die 7. Warum? Weil wir nur einen offiziellen 7-Tages-Preis haben. Wahrscheinlich gibt Disney uns deswegen nur 7 Stück. Gehe ich mal von aus. Also er hat auf jeden Fall gesagt, wir hätten 7 Wasserpark- oder Sport-Tickets mit dabei. Wie gesagt, wir haben jetzt eh nur einmal den Wasserpark gemacht. Vielleicht machen wir den nochmal. Minigolf wollen wir noch machen, sodass wir trotzdem nicht auf diese 7 kommen. Aber er hat halt auch gesagt, dass sowohl die Annual Pass Holder das für $100 dazu buchen müssen, als auch die normalen Leute, die wirklich das normale Ticket gebucht haben oder halt eben nicht so ein Angebot wie wir. Da müsst ihr dann auf jeden Fall echt mal checken, ob die mit inklusive sind. Ja, ansonsten ist unser Plan jetzt, wie gesagt, dass wir hier die Pepperoni-Pizza uns zu Gemüte führen. Und dann steht, glaube ich, Fantasmic jetzt auf jeden Fall an, ne? Ja, dass wir uns Fantasmic angucken, ein schönes Video davon machen. Ihr werdet hier wahrscheinlich dann nur einen ganz kurzen Moment davon sehen, weil ich die Musik dann auch hier nicht mit drin haben will und so weiter. Und dann bekommt ihr aber ein komplettes Fantasmic-Video auch noch zusätzlich. Das kommt dann auch noch mit rein. Und eigentlich müssen wir auch noch zu Walmart, das schaffen wir aber auf jeden Fall auch noch. Und dann steht, glaube ich, morgen sogar relativ früh schon wieder was auf dem Plan, ne? Ja, du wolltest auch der Ashley schreiben. Ja, dann gucken wir, was wir morgen früh dann noch machen. Aber jetzt gibt es erstmal Pizza. Ja Leute, wir sind jetzt in den Hollywood Studios, wie wir angekündigt haben. Wir werden uns auf jeden Fall gleich Fantasmic angucken. Heute gibt es 2 Vorstellungen. Wir finden es ein bisschen seltsam. Der Park hat eigentlich nur bis 22 Uhr geöffnet und eine Vorstellung ist aber, glaube ich, um 22.30 Uhr. Also, die nehmen es hier nicht so mit den Öffnungszeiten. Aber ihr habt euch gewünscht, dass wir euch einmal zeigen, wo die ganzen, ich sag mal, wo die besten Stellen für viele Magic Bands Auswahl ist. Und ich persönlich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich persönlich finde, das ist in den Hollywood Studios auf jeden Fall hier. Ich finde allerdings auch, dass es in Disney Springs gibt es einen Stand, das ist, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so ein schwarz gestrichener Stand, das ist so ein Zirkel, da kann man ringsrum laufen. Dann finde ich persönlich in Magic Kingdom Epcot. In Magic Kingdom Epcot? Ja, Emporium, in Magic Kingdom Emporium. Ich finde hinten beim Zirkus. Die haben die meisten Magic Kingdom. Ah ja, genau. In diesem Zirkusbereich von Dumbo da hinten. Genau. Da gibt es im Magic Kingdom tatsächlich auch sehr viele, wobei es Emporium auch sehr viele gibt. Aber hier gibt es in meinen Augen keinen Shop, wo ihr das besser findet als hier. Das ist im The Dark Room. Und da habt ihr hier nämlich einmal die komplette Magic Band Wand, wo ihr seht,
Die Auswahl da oben habt ihr eigentlich auch sogar ein bisschen abgeschwächter, auch bei euch in den Hotelshops. Das sind so die ganzen unifarbenen Magic Bands. Wir können ja hier auch mal einmal kurz auch auf die Preise eingehen. Also die unifarbenen Magic Bands fangen bei 34,99 an. Dann gibt es welche für 44,99, für 54 und eben sogar auch für 64,99. Wenn wir jetzt mal welche nehmen, wo hier zum Beispiel Minnie Mouse drauf ist. Minnie Mouse hätte jetzt die Farbe Slate für 44,99. Viele von euch werden wahrscheinlich hier das Chip and Dale auch gerne haben wollen. Das liegt bei auch 44,99. Also das ist hier so ein Standardding. Ich glaube auch tatsächlich, dass die beiden teureren Kategorien eher so richtige Special-Bänder sind. Ich wüsste jetzt gar keins, wo ich mal irgendwie eins in die Richtung haben könnte. Hier habe ich eins in Lilac zum Beispiel, das kostet 54 von Ahsoka. Ist so eins der teureren. Ich bin sehr, sehr sicher, dass ich dieses Magic Band hier im Outlet Center gesehen habe. Aber ein sehr ähnliches von Captain America. Genau, aber auf jeden Fall findet ihr hier, wie gesagt, hier sind auch sehr viele Pins. Hier findet ihr in meinen Augen in den Hollywood Studios die beste Auswahl. Runaway Way Way und wir sind in den Raum gekommen und direkt ging das Licht an. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Es sieht danach aus, als würden wir evakuiert werden. Hey Leute, dann haben wir jetzt mal eine Evakuierung mitgemacht von Mickey's und Minnie's Runaway Way Way. Durften wir natürlich mit der Kamera nicht mitfilmen, aber ja, ein paar Videos habe ich mit meiner Brille gemacht und jetzt sind wir hier bei Fantasmic und wie gesagt, ich zeige euch nur ein bisschen was. Ansonsten kommt aber auch noch mal ein komplettes Video davon. Ja Leute, das war Fantasmic. Direkt danach sind wir dann auch aus dem Park rausgegangen, damit wir nicht wirklich ganz am Ende mit allen Leuten aus dem Park raus mussten. Wie immer super schön. Wir haben es auch noch irgendwie hinbekommen, obwohl wir ja stecken geblieben sind und viel zu spät eigentlich kamen, haben wir es noch irgendwie hinbekommen, wenigstens mittig zu sitzen, auch wenn wir dann ganz oben saßen. Aber es war okay, ne? War, ja. Finde ich, eine bessere Sicht als von ganz vorne. Ja. Das musst du wiederholen, weil ich habe kein Mikro an. Ich habe auch kein Mikro an, das ist Kamerasound gerade. Ah ja. Und jetzt sind wir hier bei Walmart. Weil ich habe nichts zu trinken, ne? Mein Stapel ist mir ausgegangen. Aber vielleicht sind wir jetzt auch das letzte Mal diesmal bei Walmart, ne? Nö. Ich muss doch noch die ganzen Sachen kaufen, die ich mit nach Deutschland nehme. Okay, also dann sind wir noch nicht das letzte Mal bei Walmart. Wahrscheinlich dann sogar wird das hier vielleicht das letzte Mal sein, dass wir überhaupt irgendwo sind. Also für unseren Aufenthalt hier einkaufen. Danach nur noch für Deutschland. Genau, dann nur noch für Deutschland einkaufen. Ja, jetzt nimm auf jeden Fall diesmal einen Wagen, der sich gut fahren lässt. Ne? Weil dann liegt dann wirklich immer hier die Wagen. Und dann müsst ihr immer aufpassen, dass das auch ein guter ist. Aber ich glaube, das ist ein guter. Also Leute, wir gehen jetzt einkaufen. Wir gehen jetzt einkaufen. Ich habe mich erschrocken. Ja Leute, mal wieder haben wir es vergessen. Mal wieder haben wir gestern kein Abschlussvideo gemacht, nachdem wir bei Walmart waren. Deswegen kommt es jetzt, bevor wir unseren neuen Vlog starten. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert gerne den Kanal, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keins der weiteren Videos verpasst habt. Und wie immer, Daumen hoch.